Heute geht es mal um die Galle und die Gallensäure. Ich bin Matthias von der Praxis Family. Viel Spaß dabei. Ja, die Galle und die Gallensäure, Gallenblase, alles Begriffe, die irgendwie bekannt sind. Gallensteine natürlich auch. Welche Funktion hat die Galle? Wo kommt die Galle endlich her? Welches Organ produziert Galle? Was soll ich damit? Was passiert, wenn sie nicht richtig funktioniert? All die Themen sind jetzt wichtig im kurzen Abriss. Zum einen ist einmal entscheidend zu wissen, die Galle, wenn wir von der Galle sprechen, dann reden wir von der Flüssigkeit. Die Gallenblase ist ein kleines Organ, das hängt unten an der Leber und ist mit der Leber verbunden. Die Leber stellt die Gallenflüssigkeit her und sammelt sie in der Gallenblase. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir reden bei Galle immer von der Flüssigkeit. Die Gallenflüssigkeit hat die Funktion, dass sie Fette verdaubar macht. Ohne Gallenflüssigkeit oder mit zu wenig Gallenflüssigkeit können wir nur Fette schlecht verdauen. Das zweite ist, dass die Gallenflüssigkeit auch die Funktion hat, gelöste Stoffe aus der Leber raus zu transportieren. Also Giftstoffe, die die Leber in ihrer ganzen Entgiftungsfunktion bereitstellt, werden durch die Gallenflüssigkeit dann in den Darm gegeben, um dann vom Darm mit dem Stuhl abtransportiert zu werden. Jeder, der also an Entgiftung denkt, muss dafür sorgen, dass er gute Gallenflüssigkeit hat. Die Gallenflüssigkeit setzt sich zusammen aus Cholesterin, Phospholipiden und Gallensäuren. Und zwar im Verhältnis 1, 5, 14. Ein Teil Cholesterin, 5 Teile Phospholipide, 14 Teile Gallensäuren. Wenn die Gallenflüssigkeit optimal aufgebaut werden soll, muss ich also dafür sorgen, als Mensch, dass ich genug Cholesterin habe. Das ist meistens der Fall. Das ist selten so, dass es zu wenig ist durchs Essen. Aber dass ich auch genug Phospholipide habe, die kriege ich vor allen Dingen durch Dinge wie Sojalecithin, wenn ich pflanzlich bleiben möchte, durch Nüsse oder Sesamsamen oder anderen fetthaltigen Lebensmitteln, aber im Grunde auch durch jedes andere Gemüse oder Obst, weil jede Zellwand, die mal gelebt hat, hat oder besteht aus Phospholipiden. Das ist der Baustoff der Zellwände. Also ist auch relativ schwer, da einen richtigen Mangel zu erwischen. Und die Gallensäuren werden in der Leber hergestellt. Und um die ordentlich herstellen zu können, braucht der Körper bestimmte Bitterstoffe, die wir tatsächlich als Gesellschaft viel zu wenig essen. Da haben wir vor allen Dingen bittere Kräuter oder sowas wie Chicorée, also Dinge, die bitter sind, sind wichtig. Oder eben dann Extrakte, die extra gemacht wurden, also so Kräuterbitterextrakte, um die Leber anzuregen. Das zweite, was wichtig ist, ist entweder Taurin oder Glycin. Wenn man jetzt sich pflanzlich ernährt, ist Taurin in der Regel eine schwierigere Quelle, ist auch nicht unbedingt essentiell und notwendig. Aber das Glycin ist gut und wichtig. Glycin kriegen wir reichlich. Allerdings ist hier wichtig zu wissen, wenn wir Glyphosat im Darm haben und in der Leber, dann verdrängt Glyphosat die Rezeptoren für Glycin. Das setzt sich quasi dahin, wo normalerweise das Glycin sich hinsetzen würde. Und dadurch kann eine Fehlfunktion entstehen. Es kann also sein, dass ich eine Fehlfunktion der Gallenflüssigkeitsproduktion habe, weil ich zu viel Glyphosat im Körper habe. Glyphosat kommt aus der Nahrung. Darüber haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Und das könnt ihr euch gerne anschauen. Aber das Entscheidende ist, dass ihr schauen müsst, dass ihr genug Glycin habt, also im Zweifelsfall Glycin zuführen. Warum ist das jetzt entscheidend? Nun ja, wenn ihr das nicht habt, also keine ausreichende Gallensäure, dann ist es so, dass die Gallenflüssigkeit zum einen die Gifte nicht richtig rausbringt aus der Leber. Es entsteht ein Rückstau und ich habe Vergiftungssymptome. Das heißt, es kann sowas entstehen wie Müdigkeit, Erschöpfung, Brain Fog, so dieses Nebel im Gehirn-Syndrom. Das sind alles Möglichkeiten. Hautausschlag kann passieren, verschiedene Entzündungen. Also alles, was irgendwie mit Vergiftung zu tun hat, kann letztendlich da an diesem Nadelöhr hängen. Das zweite ist, es kann sein, dass ich die Fettverdauung nicht richtig machen kann. Das bedeutet, dass Fette einmal mir im Körper fehlen und zum anderen aber auch an Stellen im Darm kommen, wo sie gar nicht hingehören und dann unter Umständen die Darmbakterien negativ nähren oder pathogene Keime genährt werden oder Parasiten oder Pilze. Das heißt, da, wenn ich Bauchprobleme kriege, Blähungen habe, Fettstühle entwickelt, also so ein Stuhl, der oben schwimmt und nicht sich wegspülen lässt, sind alles Hinweise darauf, dass eventuell die Gallensäuren nicht optimal funktionieren. Und dann kann es natürlich sein, das ist das Tragischste im Grunde genommen, dass es Gallensteine gibt. Gallensteine entstehen, wenn das Gemisch der Gallenflüssigkeit nicht optimal ist.
dann entstehen Gallensteine. Das kann also sein, wenn im Verhältnis zur Gallenflüssigkeit zu viel Calcium oder zu viel Oxalsäuren oder zu viel Cholesterin in der Gallensäure enthalten ist, dann kristallisiert das. Das wird dann nicht schön ausgespült, sondern kristallisiert. Und dieses Kristallisieren endet dann irgendwann in einem Stein. Das ist eine Kristallbildung. Manche kennen das vielleicht vom Zucker mit dem Zuckerglas, oder wenn man eine gesättigte Zuckerlösung macht und einen Stiel reinstellt, irgendwann hat man Zuckerkristalle. So ist es auch in der Gallenblase. Also ist es wichtig, Prophylaxe zu betreiben, einmal durch die Ernährung, also möglichst wenig Lebensmittel essen, die stark cholesterinhaltig sind. Das ist das eine. Dann dafür sorgen, dass man genug Bitterstoffe hat. Das wäre das andere. Und dafür sorgen, dass die Galle immer gut in Bewegung ist. Und das kann man machen, zum Beispiel durch solche Dinge wie Leberreinigung oder Lebermassagen. Aber es gibt auch noch einfach die Umstellung der Ernährung. Wenn ihr eine gute pflanzliche Ernährung habt, habt ihr selten Probleme mit der Gallenblase. Ja, wenn es Probleme mit Steinen gibt, gibt es unterschiedliche Therapievarianten. Eine Variante ist, dass ihr mit Vitamin C arbeitet. Vitamin C ist in der Lage, bestimmte Steine aufzulösen. Dann könnt ihr arbeiten mit Lecithin, mit Jod oder mit Rhovachol. Rhovachol ist ein Stoff aus Kanada, das sind bestimmte Terpene, die in der Lage sind, auch Gallensteine aufzulösen. Meistens dauert das ein bisschen länger. In der Regel ist es möglich, Gallensteine, die kleiner sind als ein Zentimeter, im Durchmesser, die kann man ganz gut noch auflösen. Sind die Steine größer, wird schwerer. Die Gefahr bei Löseprozessen besteht immer, dass der Stein irgendwann klein genug ist, um in den sogenannten Gallengang hineinzukommen. Und dann kann es eben zu einer Gallenkolik kommen, weil er verstopft quasi den Gallengang. Das tut auch ziemlich weh. Und dann ist natürlich der Gang zum Arzt auf jeden Fall angesagt. Schulmedizinisch gibt es auch Varianten. Es gibt einmal die Variante, dass man versucht, die Steine aufzulösen durch eine Injektion in die Steine hinein, in die Gallenblase hinein. Kann natürlich nur unter Ultraschallbedingungen laufen. Dann gibt es die Möglichkeit der Ultraschallwellenbehandlungen. Da sitzt man in so einem Wasserbad und es wird so Schockwellentherapie gemacht. Und letztendlich gibt es die Operation, einmal entweder der Steine selber oder aber der kompletten Gallenblasenentfernung, was nicht optimal ist. Man sollte im Vorfeld schon schauen, dass man das verhindern kann. Also wenn ihr mal Untersuchungen habt, schaut mit dem Ultraschall die Gallenblase an und dann seht ihr vielleicht, ob Steine da sind. Dann könnt ihr entsprechend agieren. Besser ist natürlich, wenn ihr die Steine durch gutes Essen und gutes Versorgen der Leber verhindert. Was kann der Leber noch oder was kann die Leber blockieren? Grundsätzlich sind solche Sachen wie Infektionen, zu viel Toxine, irgendwelche Mängel, die da sind. All das sind Dinge, die die Leber unter Umständen daran hindern, eine gute Arbeit zu machen und eine gute Gallensäure herzustellen. Gut, wir brauchen nicht sprechen von Alkohol und anderen Giften und Drogen. Das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Aber das sind die Grundsäulen, um eine gute Gallenflüssigkeit zu haben. Okay, also ihr Lieben, schaut, dass ihr eine gute Galle habt und sorgt dafür, dass es euch immer gut geht im Bereich der Leber. Dann geht es euch auch insgesamt im Körper meistens sehr gut. Liebe Grüße, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, folgt uns gerne auf Instagram. Ciao, der Matthias.